Hallöchen zusammen und willkommen zu dem Nachfolger von Minecraft. Ja, wie gesagt, Minecraft hat gestern aufgehört und das hier ist der Nachfolger. Das ist GTA Online. Das hier links ist mein alter Charakter. Darum habe ich in den einzelnen Aufnahmen immer so ein bisschen gelacht, ne? Weil man die Tüte auf dem Kopf immer gesehen hat, sobald ich den Charakter wechseln wollte. Und ich muss mal kurz den Timer machen. Einen Moment. Da ist er. So, ich würde sagen, wir stellen erstmal den Charakter und danach wollte ich eigentlich doch noch gerne sozusagen so ein Info-Video, so eine Info-Audio-Log, wie auch immer, wollte ich damit anbringen. Weil ich wollte es erst mit dem Handy aufnehmen und irgendwie funktioniert das alles nicht. Und ja, das ist erstmal halb so wild. Also pass auf, Geschlecht männlich oder weiblich? Irgendwie hätte ich ja schon Lust auf weiblichen Charakter. Die kann man immer noch so schön verunstalten. Irgendwie, ich hatte ja schon einen männlichen. Pass auf, dann machen wir einen weiblichen. Vererbung. Mutter Hannah, Vater Kevin. Nein. Gabriel. Ähnlichkeit ist ja kaum. Ja, ist ein Traum. Hautfarbe? Ein bisschen dunkler, wa? Ja, so, ja. Achso. Santiago, Anthony, Ethan, Juan González, por favor. Die Mutter, Violet, Zoe, Brianna, I. Missy, Ashley, Alter, Grace, nee. Jasmine, Isabella, Elizabeth, Ava, Nicole. Alter, das ist Audrey, Natalie, ja, pass auf, machen wir so. Ähnlichkeit. Nee. Da machen wir definitiv weiblich. Ja, machen wir weiblich. Also zur Mutter. Und die Hautfarbe würde ich gerne ein bisschen dunkler haben. So ein bisschen brauner. Das ist ganz gut. So, nehmen wir, warte mal. Ach so. LB? Ach so. Nee. Ah, ja. Irgendwie haut das alles nicht so hin. Gut, also das haben wir. Dann einmal zurück zum Menü. Gesichtszüge. Stirn, Standard, hervorstehend, flach. Standard. Augen. Schmal, groß. Augen. Ja, Nase. Oh, A. O. I. Nein. Standard. Nee. Guck mal weiter nach links. Machen wir so. Nasenprofil. Oh, nee. So. Nasenspitze. Höher. So. Wangenknochen. Was sagen die Wangenknochen? Machen wir so. Wangen. Sieht man das von der Seite? Da sieht man, glaube ich, kaum Unterschied. Oh, das kaum gefällt mir. Lippen. Ne, muss mal ein Mikro weiter weg machen. Da komme ich gleich noch zu. Klein. Standard. Kiefer. Ne, komm, lassen wir so. Kinnprofil lassen wir auch so. Kinnform auch. Gut, haben wir. Nein, jetzt habe ich zufällig gemacht. Nein. Lassen wir so. Das sieht gar nicht schlecht aus. Aussehen. Haare locker. Oh nein. 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 Irgendwie passt die Fratze überhaupt nicht. Pin-up. Obwohl, das Pin-up, das ist ganz in Ordnung eigentlich. Verführerisch, ja. Hautunreinheiten? Oh nein. Ja, nee, Alter. Cremefüße? Ach du Kacke. Ja, Junkie. Junkie hat was. Ruhestand. Oldie. Verlebt, schlaff, faltig, verwittert, oh ja, gealtert, Depression, Sorgenfalten, mittelalt, erste Anzeichen, Cremefüße, gar nix. Teint, oh nein. Hautmale, Engelchen, oh nein. Überall, unregelmäßig, Alter. Echt nicht. Nee. Mach mal weg. Was ist das? Ach, das sind hier so eine Schönheitsflecken, ne? Komm, machen wir. Hautschaden. Uneben. Boah. Hart. Rissig. Knittrig. Zerklüftet. Grob. Strukturiert. Ledrig. Alter. Boah. Nee, ey, komm. Mach das weg. Echt jetzt. Augenfarbe grün. Hellgrau. Machen wir. Schminken. Einfach draufklatschen, das Scheiß.
Rouge. Voll. Deckkraft. Volle Lotte oder was? Nee, komm. Echt nicht. Nein, weg. Stark umrandet. Machen wir so. Ja, ändere dein Aussehen. Ach so, habe ich ja. Jetzt habe ich zufällig. Nein, ich hasse das. Pass auf, machen wir mal zufällig durch hier. Alter, überhaupt nicht. Nein. Das geht. Eigentlich nur andere Farbe würde ich gerne haben. Ach, LTRT. Farben. Farben? Machen wir das. Alter, die sieht so schräg aus, die alte. Egal, komm. Achso, zurück mit B. B-Kleidung, Straße, Protzig, Party, Strand. Das wollen viele, aber nein. Smart, sportlich, exzentrisch, normal, Straße. Ja, das geht eigentlich, ne? Nehmen wir das Outfit. Ah, Outfit Flüchtling, heiße Mutter, kriminell. Das Kriminelle fetzt. Das sage ich jetzt nicht. Sozialarbeiter, oh ja. Schlechter Einfluss. Miliz. Oh, Miliz fetzt. Miliz oder kriminell? Komm, nehmen wir Miliz. Nehmen wir Miliz. Hut. Nein, 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 nein. Melone. Oh. Irgendwie Militärbarett jetzt noch dazu, wenn die bei der Miliz ist oder Milizoutfit hat, dann wäre das richtig fett. Beat-Off-Kopfhörer natürlich. Nicht Beats, sondern Beat-Off. Schwarzes Barett. Das ist aber so ein Franzosen-Barett, ne? Nichts gegen Franzosen, aber nein. So, warte. Nein. Beanie? Nein. 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 Ah, was? Oh ne, Offiziersmützen. Alter. Aus Brille. Sonnenbrillen. Hipsterbrillen. Nein, komm, ey, echt nicht. Grau. Weiß. Schwarz. Grau. Weiß. Schwarz. Einfarbig grau. Einfarbig weiß. Einfarbig schwarz. Keins. Machen wir. So, dann haben wir das. Werte. Achso. Da haben wir noch nichts, ne? Wie geht denn das? Werte zurücksetzen. Schleichen. Stärke. Pass auf, machen wir so. So. Speichern und weiter. Ja. Charakter. Ach so. Mrs. Briggs. Ha. Das ist ja wie in... Oh, Alter, sieht die scheiße aus. Okay, machen wir. Oh. Verdammt. Oh. Worauf habe ich mich bloß eingelassen? Einführung überspringen. Ja, Einführung kenne ich. Hoffe ich. Ist schon länger her. Und dann haben wir unseren Charakter. Jetzt sind wir hier in Home Sweet Home und so. Und ich muss mal gucken, ob das mit dem Sound gleich überhaupt hinhaut. So wie ich das mir erhoffe. Laden. Oh, warte. Oh, passiert da was? Ich hoffe nur, dass er aufnimmt. Ich nehme mit OBS auf. Das erste Mal so richtig GTA. So. Ja. Dein NAT-Typ ist auf strikt eingestellt. Dies kann Probleme wie erhöhte Latenz, Schwierigkeiten, eine Verbindung an den Spieler herzustellen und Verbindungstrennung verursachen. Weitere Informationen? Spielerfahrung verbessern? Ja. Also, pass auf. Hauptsache, die hat schon eine Knifte in der Hand. Das finde ich eigentlich sehr gut. Hier sind noch ein paar andere Leute mit drin. Guck mal, da steht noch mein alter Name. Na, es ist alles halb so wild. Auf jeden Fall, erstmal brauche ich ein Auto. Auto, nicht Laster. Auto. Auto, da hinten. So, auf jeden Fall, das ist ja hier auch so ein bisschen das Infolog, Vlog, wie auch immer man das nennen will. Meine Folgen kommen gerade
Zur gleichen Zeit. Ein neuer Gegnermodus Schlitzer ist verfügbar. Meine Folgen kommen alle zur gleichen Zeit. Zur Zeit. Ja, also alle kommen zur gleichen Uhrzeit, weil ich sonst mittendrin aufhören muss. Ja, mit Spielen und sonst irgendwas. Und das ist etwas, was mich stört. Halt! Halt! Nee, wie war das? Nee, Radio. So, warte, jetzt muss ich erstmal kurz in den Sound so ein bisschen rumstellen. Einstellung, warte, warte, warte. Audio, bisschen runter, bisschen runter. So, machen wir. Und irgendwie ist es immer noch extrem laut. Boah, ich muss erstmal mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Warte, 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 irgendwie ist das so laut. Audio. So, mal ein bisschen runterdrehen hier. So. Und auf jeden Fall. Meine Videos kommen gerade alle zur gleichen Zeit. Wir fangen jetzt einfach mal erstmal ein bisschen rum. Die kommen alle zur gleichen Zeit, weil ich das eben nicht anders schaffe, die Videos irgendwie online zu stellen oder sonst irgendwas. Polizei. Und deswegen kommen die alle meistens um 18 Uhr oder teilweise kurz vor 20 Uhr und sowas, weil ich sonst mittendrin immer aufhören muss. Und das will ich nicht. Ja, ich will ja nicht immer mittendrin aufhören. Das ist etwas, was mich richtig stört. Und darum muss man das einfach in Kauf nehmen, weil ich kein YouTube-Partner bin oder sonst irgendwas. Ja, das heißt, ihr müsst gucken, ihr müsst alles fein angucken, ihr müsst euch alles mindestens 20 Mal angucken, damit ihr die benötigten Klicks habt, um YouTube-Partner zu werden. Man kann es auch jetzt schon machen, aber ich will halt eine bestimmte Anzahl definitiv haben, weil sonst, weiß ich nicht. YouTube-Partner, also jeder, weißt du, hast ein Video und einen Aufruf will einen Partner. Ja, ist ja toll. Und ja, das ist so das erste Ding, was ich erzählen wollte. Das zweite Ding ist, das Headset-Mikrofon, womit ich jetzt die ganze Zeit aufnehme, kommt bald weg. Ja, da kommt was anderes, etwas professionelleres, weil ich da einfach Bock drauf habe. Und ein richtiges Mikrofon mal. Ja. Und ja, das ist so meine Fahrkunst gerade. Also das ist so das, was jetzt erstmal so angestrebt ist. Ich habe eigentlich auch gesagt, da kommt bitte was. Eigentlich habe ich auch gesagt, es kommt noch ein Audio-Log, aber irgendwie merkst du selber, ne, kommt nicht. Und ich sehe hier gerade mein neues Auto. So. Gut, dann haben wir das. Also, dann will ich mal sagen, wir zocken mal ein bisschen. Wie geht das? GPS? Wie? Warte mal. Hoch, Telefon, Internet. Ich muss einmal gucken. Wir haben doch schon 305.000 Dollar. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Ja, das ist alles noch übrig von dem, ups, von dem anderen Charakter. Und darum haben wir jetzt ein neues Auto. Was mutwillige was beginnt in Kürze? Bricht in der folgenden Zeit größtmögliche Zerstörung bei Fahrzeugen und anderen Spielern an. Okay. Ja. So, ich muss. Mach doch mal die Alarmanlage aus. Nein? Nein? So. So. Pass auf. Wir machen uns das jetzt erstmal ganz simpel. Wir holen uns erstmal ein Häuschen. Wo kann ich mir ein Häuschen holen? Wie ging denn das nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Warte. Wo konnte ich denn? Ach, Häuser konnte ich mir über die Immobilien im Internet holen, ne? So war das. Warte, warte, warte. Bereite dich auf mutwillige Zerstörung vor. Bis dahin wollte ich eigentlich weg sein. So, warte mal. Hier. Finanzen und Dienste. Oder? War das da? Reisen, Transport, Mode und Gesundheit. Ach, hier, guck mal. Riesenwerbung. Völlig übersehen. Verfügbare Immobilien anzeigen. Das sind diese teuren für 500.000. Ich würde aber gerne. Oh. Tschüss, GTA. Sag mir nicht, der Controller ist schon wieder leer. So, da sind wir wieder. Warte mal, warte mal, warte mal. Verbessertes Interieur, verbessertes Interieur. Würde ich eigentlich gerne schon haben. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem ganz, ganz billigen Teil an. Und spielen uns dann mal ein bisschen hoch. Um es einfach mal komplett zu zeigen. 87 direkt in der Innenstadt da, wa? Wo ist das denn? Rockford Hills. Pass mal auf. Ich würde da gerne einen Marker setzen. Anfahrt.
So, wurde übertragen. Pass auf, dann fahren wir da mal hin. Ja, wir haben dicke Karre und da kann man das ruhig mal machen. Warte. So. Oh, direkt falsch gefahren. Ist halt Frau, ja. So, warte mal, lass uns mal eine Immobilie kaufen. Nee, und wie gesagt, da kommt ein neues Mikrofon und mit so einer Tischklemme und mit einem Popschutz und allem drum und dran. Und ja, das wird die nächsten Tage irgendwie eintrudeln. Wenn die Folge rauskommt, kann das auch gut sein, dass ich die schon habe oder dass ich das schon habe. Und ich hoffe immer noch, dass OBS aufnimmt. Ich hoffe wirklich, dass OBS noch aufnimmt. Was ist hier? Ja, mutwillige Zerstörung. Klar. Ich will aber ein Haus angucken. Die Bude hier ist das? Warte. Ernsthaft? Ja gut, was will man auch für die Kohle erwarten, ne? Mal überlegt. Warte mal. Was haben wir denn hier? Machst du ein Foto oder was? Huch. So. Ja. Siehst du? Ich krieg sogar Geld. Ich krieg echt Geld dafür. Krass. Okay. So. Ah, egal, komm, lassen wir das. Ich habe eh kaum Munition. Die Bude ist hier. Pass auf, die kaufen wir uns. Hat die eine Garage? Ich hoffe ja. Ich will die kaufen. Ach, rechts, Apartmentkauf. Ja, machen wir 80.000, komm, ist gebongt. Ja, kaufen. Sehr gut, da haben wir echt eine Garage. Denn, komm, stellen wir die Kiste mal in die Garage einmal ab. Ich glaube, wir müssen uns da einen Mikrochip einbauen, oder? Oder so einen Chip einbauen, irgendwie, dass wir. Wo ist denn die Garage? Ach, hier. Ich will da rein. Warum? Was? Erledigst du Spiele, die teure kleine Accessoires tragen, bekommst du mehr Punkte. Ja, das sind diese offenen Open-World-Dinger. Ich will in meiner Garage, Mann. Verstehst du das nicht? Warum? Da kommt einer mit dem Jet. Sehe ich gerade unten so auf der Karte. Ich gehe in meine Garage. Da wird irgendwas, wurde da gerade geschrieben. Das ist unsere Garage. Gut, also wie gesagt, das hier war so ein bisschen das Infovideo und so weiter. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut!